Moin Moin Leute, willkommen zur neuen Folge von dem Resident Evil DLC Shadow of Rose. Ist es mir wieder eingefallen. So, wir gehen mal Jimmy besuchen. Weil Jimmy wohnt in den Katakomben. Ne? Weiß man ja. Und Jimmy hat nur noch zwei Arme, die durch einen Unfall. Weiß ich nicht. Okay. Warum hat die eigentlich so viel Spaß? Jetzt passiert eh irgendwas. 3, 2, 1, Action. Ich höre Schritte. Okay. Nee, ist klar. Okay, ihr müsst wissen, Jimmy wohnt nicht nur im Keller, er wohnt irgendwo unten in dem Brunnen. Kann ich nach unten gucken? Ja. Frag mal live. Oh, gut. Wir gehen Jimmy besuchen. Wir sind da. Jimmy! Das ist so gruselig. Ja, ist es halt wirklich. Hallo Jimmy, na? Alles fit? Was drin versteckt ist oder so. Nee. Ja, und wir gehen wieder hoch und da oben wird gleich irgendwas auf uns warten. Noch bin ich nicht drüber gelaufen, Spiel. Jetzt schon. Hallo? Irgendwelche Puppen auf einmal da? Haha, du kleine Bitch. Ja. Ich schon erwartet. Es wäre super gruselig, würde die sich jetzt. Oh Mann. Das bin ich, ne, als Puppe. Dann bewegt die sich nicht, ansonsten hätte ich jetzt geschrien. Gut, wir gehen wieder hoch. Wir haben Jimmy gefunden. Wir können jetzt wieder in den in das Zimmer da gehen. Ich drehe mich mal um. Meinst du, die ist hinter mir? Nee, okay. Vor mir? Geht auch da. Okay. Blockiert? Nee. Hallo? Wir gehen wieder in das Zimmer zurück von eben. Sofern ich das kann. Weil wir brauchen ja noch eine Puppe. Steht da oben eigentlich. Egal. Hallo? Sieht jetzt erstmal nicht so. Ja, das ist, nur was umgefallen, ne? Nix. Nix passiert. Gut. Dann, gehen wir jetzt hier links in das Zimmer. Genau. Und hier ist alles wie immer. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt platzieren wir die hier. Lucy? Nee. Da kommt er hin. Genau, er will das Geschenk. Da kommt die hin, die zeigt. Hat ja jetzt so gut geklappt. Da oben kommt Lucy hin. Guck mal, das passt perfekt. Und da kommt die Katharina hin. Zack. Sehr gut. Ja, ich glaube, so lustig war das jetzt auch wieder nicht. Gut. Ja, hat Spaß gemacht. Schwarzhaarige Puppe. Okay. Ist das quasi die. Nee, ist glaube ich einfach eine Puppe. Da jetzt nicht zu viel herein interpretieren. Okay, sonst irgendwas Cooles? Nö, alle Items weg. Gut, ich würde dann auch wieder zurückgehen. Hallo? Ja. Und ich würde dann gerne das letzte Rätsel lösen und dann würde ich gerne wieder raus aus diesem Irrenhaus hier. Weil das können wir nämlich gar nicht. Ah, ach Junge, Alter.
Das ist eigentlich richtig offensichtlich, aber damit habe ich nicht gerechnet. Fick dich. So, Lucy, genau. Lucy? Kommt zu Lucy? Okay. Weiß ich nicht, die schwarzhaarige Puppe? Nee, das passt nicht. Die andere, die zeigt. Ja, das passt. Da kommt die schwarze Puppe hin. Und da links kommt der hin, genau. Der Jimmy. Guck doch bitte da anders hin. Rumlaufen. Das sieht gut aus. Hexenverbrennung, ja, okay. Ehrlich. Fick dich einfach. Finde ich auch. Ich würde mir jetzt den Schlüssel nehmen. Und zum Sicherungskasten sprinten. Telefon! Muss ich abnehmen? Ich würde das erstmal verweigern. Nur leider nichts. Okay, ja, ich gehe ja ran. Hallo? Gott, Rose, suchst du immer noch nach dem Kristall? Ja. Also gut, ich helfe dir. Nimm den Aufzug und komm zu mir. Wer bist du denn? Auch wenn Mami bestimmt sauer ist, wenn ich dir helfe. Ist ja egal. Wer bist du? Danke. Darf ich jetzt, ohne mich zu erschrecken... Nein, die Tür ist aufgegangen. Zum Fahrstuhl gehen? Das? Warum ist immer so dunkel? Ah, okay. Der wird eben mal heller. Hab doch meine Hightech-Taschenlampe. Das Bild ist runtergefallen. Let's play Stitches. Nee. Hallo. Okay. Ich wäre eigentlich fertig mit Spielen. Ich würde gern weg. Links. Bitte. It's game over if they caught you. Nee. Das lassen wir mal sein. Danke. Hallo? Ah, da. Zurück. Okay, und jetzt? Haha, will das alles nicht mehr. Mann. Wir sind doch Freunde, oder? Bringst du mir die Sicherung für den Aufzug? Hä? Okay. Nee, hier, F untersuchen. Elevator. Kitchen. Bedroom. Kann ich denn die Karte bewegen? Hä, wo muss ich hin? Ich muss hier links durch. Don't look away. Erstmal speichern. Du darfst nicht wegsehen. Okay. Was soll ich das denn machen? Alter. Gut. Sobald ich weggucke, verfolgt die mich. Ich verstehe. Komm. Ja, ja. Das heißt, ich muss rückwärts laufen. Komm. Ja, ja, komm. Ich warte. Moin, Meister. Alter. Das war nicht gut.
Vom Elevator durch Study zur Küche. Heißt, ich muss jetzt hier rechts, oder was? Ja, komm. Du Süßi. Ach, es geht auch noch Treppe runter. Okay, wusste ich nicht. Ich höre so ein Gebrodel, das gefällt mir eigentlich gar nicht. Ja, komm. Guck um die Ecke. Puh. So. Wie mache ich das denn jetzt? Ja, komm. Alter, ich bin für sowas echt nicht... Warum spiele ich solche Spiele? Wo kommst du denn dann von links? Komm. Gottverdammt. Ja, ich sehe dich, Bitch. Ich sehe dich. Lol. Hey, wie soll ich das denn machen? Alter, wie brutal. Okay. Die killen dich direkt. Okay, krass. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es noch eine zweite gibt. Mach ich das denn? Ja, ich sehe dich, Bitch. Ich muss in die Küche rennen. So nämlich. Alter. Erstmal einen Schluck trinken. Und mein Geschrei hat nicht übersteuert. Aber das macht keinen Spaß. Das macht Spaß, aber. Huh. Okay. Wie ist denn das? Wollt ihr mitkommen? Wo ist denn deine Freundin? Wie soll ich das denn machen? Nicht irgendwie wehren. Ich muss in die Küche sprinten, gucken. Okay, erstmal die Sicherung schnappen. So, dann geht das Licht aus. Dann die Bitch angucken. So, dann danach in die Küche sprinten. Nämlich die zweite Bitch. Und umdrehen. Gucken, da kommen nämlich beide Bitches. So. Dann. Hoch. Und umdrehen. Okay. Tür aufmachen. Warten, bis sie lacht. Bitch angucken, umdrehen. Okay, weitergehen. Jetzt habe ich drei Bitches. Jetzt folgen die drei Bitches mir. Okay, soweit so cool.
Vielleicht kommt die vierte Bitch. Nämlich von rechts. Wie soll ich das denn jetzt machen? Entschuldigung. Ich komm nicht an dir vorbei. Ach Mann! Okay, in die Küche sprinten, zu ihr sprinten und da muss ich auch. Ich muss in den Raum sprinten, ansonsten lässt sie mich nicht mehr rein. Okay. Okay. Ich erschreck mich jedes Mal, Alter. Ja, schlimm. Ich darf nicht vergessen, ich muss die ganze Zeit angucken. So, Bitch angucken. In die Küche sprinten. In die Küche sprinten, umdrehen. So, jetzt kommen die beiden Bitches. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit Bitches sage, ne? Aber ich will nicht. Ist, keine Ahnung, das macht es mir irgendwie leichter. So, sprinten. Umdrehen. Bitch angucken. Das ist ein Bewältigungsmechanismus, indem ich die einfach Bitch nenne. Okay, jetzt habe ich drei Bitches. Die folgen mir jetzt. So, okay. Please send help. So kann es funktionieren. Oh, Alter, mein Gott. Jetzt, lass mich doch bitte fahren. Bitte, bitte lass mich fahren. Bitte, ich will hier weg. Ich hasse sie. Hasse sie. Danke. Gib mir wieder Zombies. Wieso machst du das? Gott. Das war intens. Weißt du, wo er ist? Mein Gott. Nee, ich will deine Freunde nicht mehr. Gib mir einen Flammenwerfer. Dann sag ich's dir vielleicht. Mein Gott. Oh nee. Oh nee. Was ist das denn? Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.